Ich begrüße dich hier zum Film von der Amtssach ein Dinkelsbild 2018. Das wurde Sirene Stauch, das hat ganz nicht geredet und das Marches hat auch geredet und dann während dem Amtssach hat das getrebst. Von Zeit zu Zeit gehen die Rennstern auf. Aber um Anfang wurde half ich streiche treppt noch ein wenig. Also drehen so das hier treppt ein wenig, aber es ging. Der zweite Rinde ein wenig mehr. Es wurde halt ein innerer Stau. Um Anfang hat der Bundesjugendleit und der siebenbürgisch-sächsischen Jugend in Deutschland und dann noch gleich der sächsische Schultowns-Gruppe aus der Bruckenthal-Schiel an Hermannstadt. Auf dem Plakat steht Samuel von Bruckenthal-Gymnasium Hermannstadt. Auf der Internetseite hieß es Samuel von Bruckenthal-Lyzeum. Und da gehen wir auch mit. Danach kommen die Gruppen aus Österreich und Anfang fehlt mit der Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen AWS. Und der Hanger kommt die Siebenbürger Jugend aus Traun und der alte Jugend Traun. Und am Hirtchen am Hanger greift die Bloßmusik. Und zwar geht um Anfang der Dinkelsbühler Knabenkapelle. Für die Knabenkapelle ist ein Erlebnis von der Gruppe. Nur der Knabenkapelle kunde Gruppen aus Bayern, erste Mal, fehlt unmit der Kreisgruppe aus Waldkreiburg. Und Hanja Dene kommt der Kreisgruppe aus Weißenburg-Gunzenhausen. Da sehen wir da als nächstes Kuhn. Am Hirten auch nicht mehr von der Knabenkapelle, am Hirten hat das Gerät von der Tribüne, aber von dieser Stelle her versteht er nicht. Noch der Gruppe aus Weißenburg-Gunzhausen, hinter Siebenbürgisch, hinter der Kreisgruppe aus Geretsried, der steht nämlich an der Liste dran, der hat sich vielleicht nicht umgemault. Und noch denen kennt eigentlich die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg. Aber das sind aus Geretsried, die sind scheinbar eher viel. Aber da habe ich auch ein Schild mitgedroht, aber sie stehen nicht an der Liste. Ja, und ja, kennt die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg. Ja, da seid ihr auch auf dem Schild. Und hinter denen kennt die Downsgruppe aus München von den Satmarer Schwaben. Hat sich ihm untertrocht. Man kann es auf der Fahne ja nicht lesen, aber der Hund ist auch nicht tun bei allen anderen. Es sind noch ein paar, aber es sieht ganz anders aus bei den anderen Trochten. Ja, das sind halt Satmarer Schwaben. Und
Rakete Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus München bei dem Bender Downs. An dem hierdurch schien der nächste Blosmusik, das ist der Blosskapelle aus Augsburg und der Original Siebenbürger Blaskapelle München. Also der aus Augsburg, so das ist eine Griesgruppe, der hat auch sein Bierchen für den Dienst scheinbar, so das hat nur für den Aufmarsch. Und der noch geht die Gruppe aus Nürnberg. Ja, man sieht jetzt auch auf dem Schild, Kreisverband der Siebenbürger Sachsen-Nürnberg. Der Konja Heiter Hanger. Und da haben auch ein Downs Group noch mit, da haben ein extra Schild. Und das Wetter hält sich noch beim Sech. Aber es wird noch schön noch garstig, das Wetter. Das ist auch gern kalt, aber wenn man sich ein lang Anderhus auch noch ein anderes Hemd angezogen hat, oder geht auch schön. Das ist ja die Downs Group aus Nürnberg. Ja, und da geht noch die Jugendtanzgruppe aus Nürnberg, das sind ja RR4. Und der mit dem Kirchenpilz, der war ganz sicher richtig angezogen, weil das sie allgemeinlich weiter vor. Und kalt und rennerisch, aber das ist halt auch dies, das hier ein Mann, das sind ja auch Mann. Dann sind die Eisheiligen glatt gewirst auch der kalte Sophie und dann auch wird darum ein wenig wärmer und das Klima sich hält. Sie treten nur denen aus Nürnberg, geht die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus Herzogenaurach, da ist noch ein alles in Bayern. Und nur denen geht die Siebenbürgische Nachbarschaft aus Schwabach. Und nur denen aus Schwabach geht die Siebenbürgische Nachbarschaft Rostal. Und dann noch geht wieder in Musik, der aber ja glatt nicht in Musik macht. Das ist die Siebenbürger und Banater Blaskapelle Ingolstadt. Das Ingolstadt geht auch ein Gries, Grupp mit. Ja, ja, geht da bloß Musik, aber so drohende Instrumente. Ja klar, das ist bei Zeiten, dass sie sich nicht mit den anderen bloß Musik an der Quer tun. Auf jeden Fall von Zeit zu Zeit eine Pause machen müssen. Ja, der Weinkissen noch ist, Gerd. Wenn ich Trommelhuse, immerhin. Das fährt dann auf.
Glatze, nicht mehr, sich eine Glatze bloß Musik und retteniert noch die von der Tribüne. Eine Kita Kreisgruppe Neuburg an der Donau. Da ist noch eine Bayern. Aus Bayern kommt eine der viel, weil Dinkelsbühl ja auch ein Bayern ist, da ist dran der nicht. Wir wissen nicht, dass sie fernher kommen. Da ist der Kreisgruppe Rosenheim. Und alle drinnen Redescherm hat sich heran an der Kita Blaskapelle Landshut. Kreisgruppe Dinkelsbühl Feuchtwangen. Das Plateau, wo der Amtsjahr direkt ist. Und da verkretzen sich wieder zwei Bloßmusiken. Huchtet geriert. Der Kita Kreisgruppe Traunreuth. Und Hanja Denekit noch Regensburg mit einer Bloßkapelle aus Regensburg. Sie haben ja der Bloßkapelle aus Regensburg kittreten an erster Schäßbricher Gegend. Zuerst war der Gruppe aus Kaist, dritten der Gruppe aus Gries-Alisch und heißt ja der HOG aus Weißkirch. Das sind ja sehr viel. Wandert sich, woher da alle kommen. Dritte Kita HOG aus Trappold. Thank you.
dabei, am Sägetiersch. Und handelt ihnen aus Trappold und auch aus Dendorf. Ja, Dendorf gibt eine Schischeier an der Rappeser Gegend, aber noch Scheier. Also es wegen so zwei Schischeis bei der Rappeser Gegend. Da kann man die Schäßbricher Gegend, die ist der Rappeser Gegend, der Zerschlohn, weil es sich glatt ergibt. Noch Dendorf gibt eine trochte Gruppe aus Waldhütten. Sie hat Cousin ja und Wenken. Der hält sich glatt noch. Sie Waldhütten, da denke ich eigentlich, dass sie ein bisschen cool gemacht an der Gegend sich auch Irzer aufgebaut war, vielleicht auch nicht. Auch mehr an den Karpaten, nicht, dass sie da oder leck gewohnt haben. Aber da das alles sehr angeklärt und von der Geschichte ist, da wissen nicht, wo das nicht war, wo das nicht war. Nerkite HOG aus Zuckmantel. Und noch denen geht der HOG aus Zendersch. Hier gestickt Schirz. Ja, und hier geht der Gruppe aus Zendersch. Da haben wir ganz weiß Schirz. Das fällt ja richtig auf. Der Fuhrsein heißt hier viel Bänder, gestickt Bänder. Der Leibel sieht ganz anders aus wie vorher. Tut sich auch immer das Mai gemacht, nicht einmal zu summen, weil da verschiedene Trochter sind. Da ist eine Excel-Tabelle reingeschickt worden. Ich weiß um sein, wo sie hier rausgeht, weil die Trochten da sich hier auch einbewegt. Das ist ja nicht ein Inisch gewesen. Sie sind ja Kitterreibeser Gegend, dort fehlt unmein Hammeruden. Dort sind wir leider viel. Und zu wenken. Also ein Mädchen mit den Burten. Ein noch ein Fahnhang. Und noch am Ruden. Gibt eine Gruppe Fähmann. Das ist auch anders gestickt. Da gibt es Gris Leck, weil der aussieht. Da gibt es eine Gruppe aus Stehen. Mit dem Schild. Da denkt man nicht, wie schwer es ihr Schild ist, wo man dort schlägt. Eine Besonderheit der deutsch-preußischen Frauen. Da kittert noch später ein Wachelchen, zu viel kein Gmet. Und da sehen wir auch eher viel. Beim Sech. Stehen ist hier Leuns Treppes. Treppes ist der Burg auf dem Felsen, auf der Gemeinde Stehen, von dem Felsen der Nomen her, oder von irgendwas anderem. Das wäre ja schon interessant zu wissen. Drano Stehen gibt eine Gruppe aus Gault. Gault kann ich mir für den Alt drüber. Da war der Alt ganz flach, da war ein Furt, da den drüber kann ich. Und Hanger Gault gibt den Kretz. Und die Nummer von den Dörfern hier halt auch besiedelt war. Das sind ja sehr viel mit der kirchlichen Besiedlung zu tun. Ja, Kretz, so sind überall
Kirche gebaut werden, auch Kliester waren schon da. Und der Kliester, der hat dann sehr schnell an der allgemeinen Dorfvermögen, oder was weiß ich, weil dort organisiert wurde, das allgemeine Vermögen aufgenommen, weil sie vom Berge geschlossen zum Evangelischen übergetragen ist. Und das ist sehr schnell gewesen, nachdem der Luther dort seine These noch geschlossen hat. Die hat seine Thesen 1527 angeschlossen und 1540er Jahr, als sie vom Bergischen geschlossen evangelisch waren. Und das wird nicht gesagt, aber in der Zeit wurden ja die Türken in der Gegend. Und dann hatten schnell die Gelehrten hintergreifen und als evangelisch waren, sie lange die Türken noch da waren, da dann nicht mit dem Papst die Steuern auffeiern müssen. Weil der Papst, die war ja fertig, die war in Rom. Und das wurden, sie weiß ich, alle, ja, das wirtschaftlich wurde eingeschwert. Das kalt worden in der Zeit. Und das hieß, die kleine Eiszeit hat ja angefangen, der Winter sind wieder kälter worden, davor ist der Winter wärmer worden gewesen. Auch der Sommer war wärmer, das war am ganzen viel gemeintlicher. Und dort hieß ja auch Grönland. Grönland, da wurde grein. Und an der heutigen Zeit ist der Grönland nicht mehr wirklich grein. Da ist alles vereist. Wenn man noch eine an der kleinen Eiszeit sieht, da ist ja klar, dass sie kennt uns ja vielleicht auch nicht. Aber auf alle Fälle am 12. Jahrhundert, weil der Sachsen kiss in den Bergen gezogen ist, ist es wärmer gewesen. Später ist es noch kälter geworden und dort hat sich auch politisch alles bewegt. Die Türken haben sich ausgebreitet und an der Zeit, erstaunlicherweise, haben sich auch die Engländer vom Katholizismus aufgesucht, da ging es noch einmal. Ja, Nerkite, siebenbürgisch-sächsische Youngstersband Sachsenheim. Jetzt sind die Gruppen aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ja aus Bayern auch nicht, dass sie fair. Und vor allem sind sie nicht richtig angefangen zu reden. Ja, große Sigurd im Zerch mit der Rene Schermen. Aber das schenken alle irgendwie eine Rene Schermen zu. Und der hat jetzt Summen eingekauft, garantiert. Ja, Rie durch Blau, das sind die sächsischen Farben. Da ist irgendein Plan der Hanger. Sie nur der Gruppe aus Sachsenheim, geht der Kreisgruppe aus Schorndorf, nein, ja, und nicht die Gruppen aus Biberach über sein. Also hier geht auf alle Fälle Schorndorf. Oh, mit zwei Wagelchen gleich. Und dort ist sie, weil dort ein Jahr ist, im Motorrad und das Wagelchen, und das kann ich mir so mit dem Armen drohen, weil ein Wagelchen am Armen ist es noch ein wenig besser, weil am Wagelchen. Sie, ja, noch der Gruppe aus Schorndorf, die siebenbürgisch-sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn. Und sind alle zusammen, noch ein paar mit dem Kirchenpelz. Ja, das richtig gedeutet vor einer Eiszeit. Ja. Nur der siebenbürgisch-sächsischen Jugendgruppe Heilbronn, hier der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd ist auch nicht ein besonders fair von Dinkelsbühl, der ist auch nicht fair, aber von jener Seite her, ihr von aus Baden-Württemberg, Dinkelsbühl ist ja klar, dass sie Scheier umraumt zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Da ist hier noch ein Bayern dran, aber nicht fair. Nicht fair von Baden-Württemberg. Das ist die Kita Kreisgruppe Reutlingen-Metzingen, Tübingen. Ja.
10 Uhr oder 4. Beim Sech und Trude geht die Gegend aus dem Unterwald, Fett Unmetter, Heimatortsgemeinschaft Dobring. Und Trude geht der Heimatortsgemeinschaft Reusmarkt. Reusmarkt, ja, der Russen hat auf der Reusen besucht. Und der Russen hat sich an Siebenbergen auch eingeräumt getroffen. Der Türken und der Russen natürlich. Zwischen den Türken und der Russen hat es nie gereicht gegeben, weil er sich eigentlich vor allem an der Krim geschlagen hat. Aber bei Siebenbergen hat es scheinbar alle auch den Feiner ausgestreckt. Ja, noch Reusmarkt geht Hamlesch. Und Hanjer Hamflesch geht der Dorfgemeinschaft Weingartskirchen. Ja, Dorfgemeinschaft Weingartskirchen, der auch ganz farbig schiert. Sieht auch wieder ganz anders aus, weil ihr das andert. Nicht alle, aber schienen pur. Viel Grein, auch farbig weichelt schön, naja, auch kein Jahr von Trin, kein Ersatz. Und der Drohne allerhand spazieren. Ich sehe nur denen, hier die Trachtengruppe Rätsch, dort weiß ich nicht mehr, zwar dort auf Sachsisch sucht. Sie nervfädet unsere Rennen. Ja, aber wir hier sich noch mit der Rennenschirm, man sieht auch bei den Leuten dort sehr sein, der hat auch den Rennenschirm aufgemacht. Und jeder hat einen Fahrfeier, weil es sich ergehen hat. Der Führer hat gesagt, das war bestimmt ein Plan, dass er alles riet, auch bloß Rennenschirm, Hund, Atzee oder Sachsisch Farben. Aber ich habe vor allem den Riet Rennenschirm gesehen. Sie wollte ich mich nicht erinnern. Sie entroden, geht der Kundengruppen aus Nordrhein-Westfalen und dort fehlt mit der siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Wiel-Bielstein. Das ist bei Traben der Höhe, dass sehr viel Sachsen durchgezogen. Da wurden die Bergwerke, da wurde mein Bergwerk arbeiten können, obwohl das von der Sachsisch gebaut ist, nicht, dass sie da gearbeitet wurden, also wo sie sich ausgekaunt haben, aber der mit der Schwerindustrie der Wirtschaft auch kurbeln wollte und da gab es viel Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, noch wie Bielstein geht die Kreisgruppe Wuppertal. Und Troden geht wieder, kommt wieder Sachsisch-Gegenden aus Nordsiebenbergen. Und zwar fädelt man der Trochtengruppe aus Weilau an. Nordsiebenbergen, wo man sich dort auf der Karte aussieht, geht das hier ein Steg im Süden. Wo drüben glatt ist hier ein Zipfel, als wo das Burzelland ist. Und Nordsiebenbürgen ist am Norden und dazwischen ist eine andere Gegend. Also die Sachsische Gegend und den Siebenbergen wurden ja nicht wirklich zusammenhängend. Von den Darstellungen richtig ist. Das ist ja auch nicht ein Einisch gewesen. Das hat sich geändert. Dann sind wieder irgendwo vor. Kreis sich durchgezogen, der Türken, der Russen, der Polen, der Bloch, der Angern natürlich, wie auch ein. Also ein Nordsiebenbürgen geht nicht der HOG Deutsch Zeppling. Da wo es ein besonderer Hit auch auf dem Hift. Und zwar im Set bei den Zerseiern dreht. So sind alle der Rennenschirme aufgespannt. Dort stirbt dritten ein wenig beim Filmen. Und näher geht aus Nordsiebenbergen geht ganz in den Süden von Siebenbergen, nämlich an Burzelland.
300 Gruppen zusammengesetzt aus Bräunder, Felster, Funchbrich, Merrenbich, Nascht, Nasbich, Petersberg, Riesenaa, Riederbich und Schirkanien. Alles zusammengesetzt. Und dann ziehen sie zusammen, das steht in der Tabelle, ziehen sie zusammen, der Trocht, Young Familien mit Kindern im Wahlschön, nicht konfirmiert Mädchen, auch Younger, Jungen an der Young-Sachsischen Trocht, dritte Kunde konfirmiert Mädchen an der Fleuchstrocht, auch am Hänfener Bersenkerl. Der konfirmiert Mädchen an der cremefarbenen Trocht mit dem Kopfband, konfirmiert Mädchen, konfirmiert Mädchen mit Kirchentrocht mit Burten, auch der hunderte Frauen an der schwarzen Kirchentrocht mit Schleierung oder Hef. Dritte Kinder als erste Bluesmusik aus Helsdorf. Das ist ein Hochzeitspaar, das sind ja die konfirmierten Mädchen mit dem Burten und dem Bärsenkerl. Und das sind die Frauen mit dem schwarzen, mit der schwarzen Kirchentrocht, so noch alle schwarz Hefen mit ihren kreuzartigen Marschhandchen. Auch alle mehr, wenn ich ein innerortiger Schurz. Das Burzelland tritt zusammen, after das auch ein geschlossener Gegend, das ist hier ein Flachkessel mit den Gebärchen am Ring. Und dort war sicher auch sehr sampig da. Und das ist auch nicht noch sampig, wo sie die Straßenbahn spielt und dann wieder die Straßen weg an der Spelze. Das ist nicht bloß Musik aus Helsdorf. Another Bluesmusik aus Helsdorf und Männer in Jungsachsischer Trocht und der hunderte Männer in Burzelländer Rog auch gehört. Kit noch und hinter denen kit die Blueskapelle von der Petersberger Nachbarschaft. Von der Petersberger Nachbarschaft. Auf der Rock wurden ich nenne auch all die Szenen dort. Ah, ne, Kundai mit dem Rock. Ja. Ich habe frei reingedacht, durch das sind vielleicht der Lehrer, der Fahrer gewesen, weil da ich auch noch ist. Und aber dort scheint der Burzel und der Rock auch her zu sehen. Das ist ja interessant. Sie, ne, der Petersberger Blueskapelle. Mit dem Pärchen voran. Ja, geht das Harbachtal auf der Grießschinker. Der Grießschinker Gegend fährt un mit der HOG aus Jakobsdorf bei Agnita. Und dann geht als nächstes die HOG aus Alzen. Und da sind auch hier schon gezogen. No Alzen, Kita HOG aus Probstdorf im Habachtal. Der Probst, das ist der als Jüngerchen, das ist hier katholisch Mönch, Pfarrer, ein Vorsitzender Pfarrer, Jüngerchen, das hier ist also ein hicher Rang an der katholischen Kirche. An der katholischen Kirche ist ja sehr hierarchisch gewesen, weil das sehr vom römischen Militär inspiriert war. Und da hat sich eben der katholische Begriff, den ich niedergeschlagen habe, in den Gemeinden. Und weil Siebenbergen geschlossen zum Evangelischen übergetreten ist, sind die ganzen Kliester unter Gemeinden gefallen oder unter der Verwaltung. Wie da am meisten profitiert, das ist eben die Frage. Weil
Es war ja eigentlich ein anderes Gegend. Es wurde alles zu anderen gehört. Aber die Türken, die sich da breit gemacht haben, viele Geschichtsbücher, sind da 200-300 Jahre, da die Türken da waren, werden nicht erwähnt. All dies wird nur ein Zelt geschrieben oder noch weniger. Am Ding da oft nicht drin. Eine Kuse mit dem Birkenbäumchen. Ja, weil ja ein Freier ist. Das ist wie der Maibaum in aller Gegenden. Also haben wir Probstdorf, Kum Schönberg, 100 Bücheln. Ja, gut, so wird er mit Rennenschermen, weil er den nicht rennt. Aber jetzt sind wir noch durchsichtig Rennenschermen, das hätte ich unter Trochten gehabt. Fährt der Heingau durch Gruppen, da wurden hauptsächlich schwarze Rennenschermen, das war bei der Beerdigung. Weil ja den nicht auf der Trochten sein. Demnächst wird das Schild, da kann ich mich orientieren, wo man sehen, er ist Kleinschenk, und da drücke ich durch einen Großschenk. Ja, da hat am Mittelalter sind ja die Gegenden verschenkt worden, und da liegt da erst verschenkt, und da hat noch nicht in Hemmungen geholt, Gegenden zu verschenken, da niemals gehirrt hat, da niemals gehirrt hat. Das ist ja ungefähr so, weil von auf dem Mond in der Gegenden verdielt werden. Es gibt in Amerika Gesellschaften, die verkiefen Grenzstecker auf dem Mond. Und die gehirten ja niemals. Ja? Aber im Mittelalter wurde das Gang auch gegeben, dass die Gegenden verschenkt hat, auch verkauft hat, die einem nicht gehirrt hat. Und da wurden da plötzlich andere Eigentümer und da musste es selber sein, weil man sich mit denen zerricht wurscht hat, weil da wurde ja auch Aussprecherhofen auf der Gegend. Aber das war auch schön beim Karl dem Griesen, dem sie Vater, die hat dem Papst die Gegend von der Langobarde geschenkt, der pipinische Schenkung, erst bekannt. Und davor hat der Papst den dritten gesalbt, aber da die am Dauer schenken kann, muss dann nicht die Leute da tatsächlich gewohnt haben, auf den dort gehirrt hat, erst vergehen. Das hat mir weniger gemacht, auf alle Fälle. Als er dort zum Kieser gekriegt worden. Sind ja Kit Agnetern. Also zwischen Klisching und Grieschink war Roseln und er ist noch Agnetern. Und noch Agnetern kittet Weinlaut. Ja, und dort wurde ja Siebenbergen auch von den Römern an gewissem Anfang interessant, weil ein Wein kann, der hat sich überall da ausgebreitet, wo Wein war. Aber natürlich an den Bergen waren noch die Bodenschätze. Dort wurde so auch hin. Ja, der Agnetler, der hat schienen sehr speziell trägt, dass sie glatt die Männer mit diesen Pelzkappen. Mit dem Bommel drin, auch dem Ried Gierkel. Sie haben drüben gekittet Weinlaut, mit der Trochtergruppe aus Frahndorf. Und da haben ein ganz viel Blumen auf den Hütten. Und weil die Sirenen sind, haben sie alle in Plastikfolie eingepackt, dass sie nicht dass sie nass werden. Weil besser darauf wieder drehen. Da ist die Frage, ob das die Verhief geht, weil wenn man da reinreden, dann dort an der Blämmen und das nicht richtig ausdrehen kann, oder der Fett hat uns zu schämen und dann ist alles kaputt. Ja, mit den Trüchten müssen auch ein sein, weil sie versagt. Bevor die Amtsjahr hast, steht im Stande lang und bichelt Brat und bichelt und der Rehende drauf, dann ist wieder alles verkreppelt. Aber dann dauert es natürlich interessant auch hier. Und das redet ja auch glatt nicht. Nur ein wenig. Also da liegt im Raum und alle Rennenschirme offen. Ganz klar, aber da haben wir gesagt, die sind Eisern, die gehen ja erst einmal sein.
denke, sie sind nicht aus Zerker, sie schmelzen ja nicht weg. Sind ja Kitterhauge, kleine Schälken. Kleine Schälken, hm? So tun das sie. Nein, Buchenwagelchen. Der Rennenscherm klangeln und den Hund gelinken. Ein dritter Kita HOG aus Rechersdorf. Rechersdorf ist sie auf dem halben Weg zwischen Hermerstadt und Schäßbrechen, wenn ich näher und Hermerstadt drun. Und aus Rechersdorf ist der Adolf Schulerus, die der Chiripi-Geschichte geschrieben hat. Und die Chiripi-Geschichten, die schildern eigentlich das Verhältnis als sieben Bärchen aus der Sicht, na, oder vielleicht auch nicht aus der Sicht von Zagunen, von Chiripi halt. Also wenn ich problematisch wäre, es war alles kompliziert. Sie, das scheint mir Bulkisch zu sehen. Ja, das ist nicht der HOG aus Bulkisch. Da haben wir Estscher mit denen sie winken können. Ein ganz weiß Schirz. Aber irgendwas ist ein gewirkt Muster oder irgendwas ist eine genäht. Also sie. Sie hat zwei Schirze oder Spitzen hat er mir auch genetzt. Das ist eine ganz besondere Technik. Ja, Kita HOG aus Schönau. China. Und dann hier im Hintergrund die Blasmusik, das ist der Neppendier für Blaskapelle. Ganz am Schloss vom Zerch geht der Hermerstädter Gegend, weil gesagt, fängt das mit der Neppendier für Blaskapelle. Da kommt der HOG Michelsberg, dritten der Stolzenbrich, Stolzenburger Förderverein, dort ist näher. Und als nächstes geht Grisa. Grisa. Na, da sind viele Kinder für uns. Sehr herrisch. Und ich gehe noch sehr ordentlich. Und die Position von der Kamera ist hier schon hinter der Tribüne.
und wundern sich, wer das, weil hätten er war, liest sich der Zerg eigentlich aufschien, aber das sind nicht in Auflesungserscheinungen noch wundert, ja, schien um ein vom Zerg. Es ist alles noch sehr ordentlich. Sino Gris A, Kitte Trochtegrupp Nadorf bei Hermerstadt. Ja, dann sehe ich, das geht nicht für alle Dörfer mit. Die Dörfer, aber von den Stieden aus Scheirnest. Ja, aus der Stadt war nicht das Bruckental-Gymnasium, aber aus Kline war Nest, aus Schesbrich war Nest, aus Mittwoch war Nest. Ja, der kleine Stied war Rappes, da war auch Nest. Ja, Kita Reusen, aha, okay, so das denke ich ein, das sind ja wieder die Russen. Ja, Reusmarkt, da sind auch Russen gewesen in der Gegend. Bei der Revolution 1848 sind ja die Russen an Land geholt worden von der österreichischen Kaiserhaus, dass sie der Aufstand nicht erschlagen. Und da ist klar, dass sie vom Berg sehr blödig passiert, bei Schesbrich sind 2000. Ich weiß nicht, wurden dort aufständisch, wurden hauptsächlich Angern, der Sein staunt rechtlich erschossen worden, direkt. Also da ist all dies sehr weit zergegangen und da wurden die Sachsen nicht mehr so bedierlicht. Ja, wurden der Angern auch der Russen gleich gefährt wurden, aber der Landwirtschaft von den Sachsen also jedes Mal ein zerstört worden. Aber der Russen waren, auch der Türken, sie eigentlich alle sind. Und der Reser über die Felder sein und alles zertrampeln. Auf der Leid vergehen, dass er nicht arbeiten kann, weil sich geirrt. Sie entritten um Schlaskit noch Malmkrog. Malmkrog steht nämlich auf der List drauf. Und Hanjan Malmkrog. Als der Zerg ausdruckt, hit noch einmal ein wenig der Ufung, aber drinnen hat er angedreht, auch angeliehen, irgendwie. Drinnen fällt er durcheinander erst richtig um. Und um Schloss ziehen wir ja noch, weil der Zerseier vom Zerg ausgesehen hat. Also drinnen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ah, das fällt mir glatt noch erst an. Wir haben ein Internetseite, der hieß Sächsisch Welt. Oder Sächsisch Welt. Mit O, oder? Mit A. Sächsisch Welt. Sächsisch Welt. Ich so jung Sächsisch Welt, andere so Sächsisch Welt, aber nicht so Sächsisch Welt. Also www.sächsischwelt.de. Und da sind der Emzig auch alle organisiert, nicht? Ja, der Emzig sind da alle auch Chiripik-Geschichten kann ich noch lesen. Ah, das denn ich mit O, Sachsenschwelt. Sachsenschwelt, werden Sie das Sie weinen mit so, das geht nicht. Sie entnässen, dass Sie weinen den Zerg vom Round her seht. Das ist ja um Ufung erst noch beim, bevor am Ende durch die Tour einer geht. Der Zerg hat angefangen beim Rothenburger Tor. Ja. Thank you.
Genau. Dankeschön.
als Papa. Wenn du den Papa siehst, sagst du mir. Zeigen, dass wir alle uns gleich in der Nähe verschwinden, auch in der Klasse.
Okay, dann bleibe ich auf dieser Seite. Jetzt kommen aber Leute. Auf dieser Seite ist nur das Haus. Jetzt kommen aber langsam Leute. Jetzt kommen hier aber langsam Leute, oder? Nee. Also auf der Kamera immer noch keine Menschen. Ja.
gehört zu reden. Thank you.
Gor und der Kutsch? Nein. Weil der Siefend gezahlt hat, fängt wieder mit der ersten nun. Acht. Im Sturkel entschmiesst der Schäfer mit der Sauermelk, landet Frau Fahrerin für den Fest.